Vielen Dank für die freundliche Einladung, dass ich hier über unsere eigenen Erfahrungen berichten darf. Ich bin, wie bereits gesagt, in einer kleinen wissenschaftlichen Fachgesellschaft engagiert, die auch vor dem Problem stand, wie wir unsere eigenen Artikel publizieren können. Also kurz zur ISFG, die hat also eine relativ bescheidene Geschichte, nicht bis 1800 so und so, sondern 1968 wurden wir gegründet, aber immerhin in Deutschland. Und das Gebiet beschäftigt sich halt mit genetischen Fragestellungen im Zusammenhang mit Spurenkunde, Abstammung, Verwandtschaft und ähnlichen Dingen. Und es hat also seit 1991 auch einen internationalen Aspekt. Wir sind also dann irgendwann internationalisiert worden, auch anglifiziert worden, also eine International Society geworden, aufgrund des steten Wachstums der Mitgliederzahlen. Mittlerweile ca. 1200 Mitglieder aus über 60 Ländern. Und die Hauptaktivitäten der Gesellschaft sind eigentlich die Veranstaltung von regelmäßigen internationalen Kongressen und auch der Herausgabe. Das war so das, was am Anfang stand, von Proceedings, also den Ergebnissen der Tagungen in Form von Tagungsbänden, was dann wirklich keine wissenschaftliche Zeitschrift ist. Gut, zur forensischen Genetik habe ich schon ein bisschen was gesagt, das brauchen wir jetzt nicht so sehr vertiefen. Aber Punkt war, dass wir sehr spezialisierte Themen haben, die auch, sagen wir, innerhalb unserer eigenen Mitgliedschaft ein hohes Interesse generiert haben, aber außerhalb unseres Fachgebietes relativ wenig zur Kenntnis genommen wurden. Es hat sich ein wenig geändert Mitte der 80er Jahre, als der sogenannte genetische Fingerabdruck entdeckt wurde und man die ganze Molekularbiologie sozusagen in den Dienst der Kriminalwissenschaften stellen konnte und auch der Abstammungsverwandtschaftsfeststellungen, die er natürlich auch viele Spezialanwendungen hat, und sodass also die Zahl der Publikationen regelmäßig angestiegen ist. Wir haben in der Vorgeschichte unsere eigenen Proceedings herausgegeben in Form von Tagungsbänden, also als Buch. Das haben wir ursprünglich mit Springer gemacht, später mit anderen Verlagen. Dabei haben wir dann die Kosten für die Drucklegung des Buches übernommen. Die wurden also zum Teil aus Kongressbeiträgen finanziert, zum Teil aus Mitgliedsbeiträgen. Aber jedes Mitglied der Gesellschaft hat dieses Buch eben traditionell alle 2 Jahre bekommen. Das war also noch in den Zeiten, als es mit dem Internet noch nicht so richtig voranging. Das hat sich natürlich irgendwann offensichtlich geändert. Die Journals, die wir zur Verfügung hatten, das ist also hier ein Ausschnitt aus dem Bereich Medicine Legal, wo wir sozusagen bei Thomson Reuters angesiedelt waren. Es gab also 2 Journals, die wirklich einen guten Impact Factor hatten für unser kleines Gebiet. Einmal Forensic Science International mit einem Impact Factor von 2, das ist also von 2007. Das ist deswegen, weil das war das Jahr, in dem wir dann unser eigenes Journal gestartet haben. Das zweite Journal ist das International Journal of Legal Medicine mit einem Impact Factor von ungefähr 3. Das erstere wurde von Elsevier verlegt, das zweite von Springer. Und wir haben also unsere Artikel aus der forensischen Genetik in diesen Journals überwiegend publiziert, und es war auch interessant zu beobachten, dass seit Beginn der 2000er Jahre der Impact dieser Journals regelmäßig anstieg, und zwar auch, weil die Zahl der Artikel zur DNA-Analyse zugenommen hat, die auch wiederum fleißig zitiert wurden. Also die klassischen Disziplinen der Rechtsmedizin, also forensische Morphologie, Pathologie, Toxikologie und so, die haben ihren Standard gehabt, regelmäßig immer ihre Arbeiten, aber da gab es kein Wachstum, und das Wachstum kam halt aus diesem Bereich. Dann haben wir gesagt, warum sollen wir das nicht selber versuchen, irgendwie zu organisieren, dass wir ein eigenes Journal starten, um sozusagen dieses Spezialthema forensische Genetik irgendwie auf ein eigenes, auf eine eigene Plattform zu stellen. Und wir haben also im Vorstand der Fachgesellschaft darüber diskutiert und hatten da 2 Überlegungen. Einmal eben die Option, dass die ISFG quasi selbst herausgibt und auch verlegt und das Ganze in Eigenregie macht, Open Access oder wie auch immer. Das war damals bei uns noch nicht so ganz klar, wie wir das machen können. Die zweite Option, eben ein klassisches Verlagsjournal, wo wir quasi als Herausgeber fungieren, aber alles andere dann durch einen Verlag gemacht wird. Die erste Option war
für uns schwierig zu realisieren, weil wir eben auch reine Ehrenamtler sind im Vorstand und auch unsere Mitgliedsbeiträge sehr bescheiden sind, dass wir da auch keine großen finanziellen Risiken eingehen konnten, auch keinen Partner gefunden haben, der uns dabei hätte unterstützen können. Wir hatten sogar mal überlegt, das Ganze einfach über unsere Website zu machen und komplett in Eigenregie. Hatten auch gesagt, da brauchen wir mindestens 1 bis 2 hauptamtliche Mitarbeiter, die das Ganze irgendwie umsetzen, weil das können wir nicht nur abends und am Wochenende machen. Das geht also dann gar nicht. Also von daher haben wir dann doch nach langen Überlegungen uns entschieden, dann eine Partnerschaft zu suchen mit einem Verlag. Auch das war nicht so einfach. Wir haben also alle großen Verlage kontaktiert und den meisten war das einfach zu exotisch, zu klein von der Verbreitung her, dass sie gesagt haben, da wissen wir nicht, ob sich das finanziell trägt. Und wir sind dann letztendlich gelandet, doch bei einem Verlag, weil wir dort auch schon Kontakte hatten und die zumindest überzeugen konnten, dass die Zahl der Einreichungen, auch die Zahl der Artikel dann ausreichend groß ist, um das Journal irgendwie aus der Taufe zu heben und das Ganze umzusetzen. Es war so, dass wir schon mit dem Journal Forensic Science International einige zumindest kooperiert hatten als Editors oder als Reviewer, wie auch immer. Und wir haben dann in 2005 die Idee gehabt, quasi eine Art Tochterjournal zu haben, einen Ableger zu gründen, der quasi dann den speziellen Teil forensische Molekulargenetik aus FSI überführt in ein neues Tochterjournal, was dann FSI Genetics heißt. Natürlich war der Herausgeber vom FSI da vielleicht nicht so glücklich drüber, weil wir dem eine große Zahl von Artikeln weggenommen haben, aber wir haben gesagt, das wird sich trotzdem tragen, weil noch genügend bei Einreichung übrig bleiben und auch ein Teil der DNA-Analytik, nämlich das, was die molekulare Pathologie und Untersuchung rechtsmedizinischer Fragestellungen betrifft, dort immer noch verbleiben sollte. Und die Idee, um das zu locken, war, dass wir wir bieten dieses Journal an allen unseren Mitgliedern quasi als Bestandteil ihrer Mitgliedsbeiträge kostenlos an. Wir mussten den Mitgliedsbeitrag erhöhen, aber der ist momentan bei 60 Euro. Für diese 60 Euro ist also die Mitgliedschaft und der regelmäßige Bezug der Online- und Printausgabe des Journals mit eingeschlossen. Das wird also finanziert, im Prinzip überwiegend durch die Mitgliedsbeiträge, natürlich auch durch Abonnements großer Bibliotheken. Es ist ganz klar, dass die Zeitschriften natürlich am meisten an den großen Beziehern, Universitäten und Bibliotheken verdienen. Aber zumindest ist ein fester Stamm von mittlerweile eben 1200 Subskriptionen für den Verlag automatisch mit drin. Und wenn man das dann hochrechnet, dann scheint das für die auch ausreichend zu sein. Die Proceedings, die wir traditionell als Buch herausgegeben haben, haben wir auch gleich mit untergebracht, indem wir eine sogenannte Supplement Series noch mit ins Leben gerufen haben. Während also das FSI Genetics Volk überall gelistet ist, auch in PubMed und so weiter, und auch einen Impact-Faktor hat, über die Daten berichte ich gleich, sind die Supplement Series eben ein Journal, das quasi nur dafür dient, diese Proceedings zu publizieren. Die werden also ausschließlich elektronisch publiziert, in Online-Form. Das finanziert die Fachgesellschaft vollständig aus Kongressbeiträgen und Mitgliedsbeiträgen und ist öffentlich zugänglich, kostet nichts, ist kein Open Access, weil wir es ja bezahlen, aber es ist wirklich frei verfügbar für die gesamte Community, ist also barrierefrei sozusagen erreichbar, sodass also wir da auch eigentlich einen ganz guten Deal gemacht haben, denke ich, weil auch diese kleinen Artikel, die immer auf 2 bis 3 Seiten beschränkt sind, werden also durchaus ganz gerne zitiert. Da werden viele Daten untergebracht, die man in regulären Journals einfach nicht unterbringen kann, aber die man trotzdem nicht komplett unter den Tisch fallen lassen möchte. So schaut das Ganze aus. Das ist also in 2007 gelauncht worden und hat eigentlich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, viel besser, als wir uns eigentlich erträumt hatten. Sie sehen also hier die Anzahl der Einreichungen von 2009 bis 2013. Diese englischen Slides sind von einem amerikanischen Kollegen, das Ganze mal für eine Mitgliederversammlung aufbereitet hat. Wir haben also eine Ablehnungsrate von ungefähr 50-60% der Artikel, was für uns eigentlich ganz gut ist. Wir hatten ein Problem mit den Drucklegungszeiten, die wurden also immer länger und länger.
Und da hat Elsevier dann auch nach und nach ihre Mechanismen umgestellt, um die Sachen zu beschleunigen. Und da komme ich gleich nochmal kurz darauf zu sprechen. Wir haben eine ganz gute Verbreitung. Der Schwerpunkt ist natürlich Europa, USA, aber wir haben auch aus anderen Bereichen der Welt ganz gute Einreichungszahlen. Auch diese Statistiken sind vom letzten Jahr. Das sind also im Prinzip hier die Statistik 2013, 31 Ausgaben insgesamt bis dahin im Mittel mittlerweile 6 pro Jahr, 753 publizierte Artikel, davon 500 in Print. Wir haben also auch einen relativ großen Teil nur elektronisch, also alle Letters to the Editor, alle Short Communications werden elektronisch publiziert und das klappt eigentlich ganz gut soweit. Was ich schon gesagt habe, die Publikationsweise hat sich verändert aufgrund von Neuerungen, die Elsevier eingeführt hat, die dazu geführt haben, dass unsere Drucklegungszeiten quasi fast auf null geschrumpft sind, nämlich dieses sogenannte Article-Based Publishing, wo jeder Artikel sofort, wenn er in Press ist, sofort einem Volume zugewiesen wird, also ein Volume und eine Seitenzahl bekommt und die Volumes werden quasi parallel aufgefüllt, sodass dann die Artikel schon in der finalen Form ungefähr 6 Wochen, nachdem sie angenommen sind, verfügbar sind. Was also für den Zustrom von Einreichungen sich sehr positiv ausgewirkt hat und auch natürlich für die Wartezeit, bis es erschienen ist, ist also wesentlich kürzer geworden. Da sind also wir insgesamt sehr zufrieden mit und denken halt, dass das eine sehr gute Neuerung ist. Wir haben über Downloadzahlen gesprochen, die haben wir auch gelistet, jetzt nicht pro Artikel, sondern insgesamt. Sie sehen, das ist also bei 90.000 gewesen in 2009, jetzt sind wir bei 190.000 in 2013 und daran erkennt man eigentlich, dass das Interesse an diesem sehr kleinen Journal, was man ja sagen muss, enorm groß ist. Also ich habe es nicht umgerechnet, aber ich bin selber überrascht über diese sehr, sehr großen Zahlen. Und der Impact-Faktor ist also auch stetig gewachsen. Wir haben angefangen, der erste Impact Factor war bei 1,3 und Sie sehen, jedes Jahr ist das angestiegen und 2012 waren wir bei 3,8 gewesen, was also für so ein Mini-Fachgebiet eigentlich eine enorm hohe Zahl ist. Den werden wir nicht halten können, den Level, weil wir jetzt ein kleines Loch haben, dadurch, dass plötzlich sehr viele Artikel publiziert wurden durch dieses Article-Based Publishing, sind wir so ein kleines Tal gerutscht. Momentan liegen wir bei 2,3, glaube ich. Aber Sie sehen hier auf dem nächsten Bild die vergleichenden Zahlen mit den anderen Journals. Also links ist unser Journal, das neu gestartet ist. Daneben sehen Sie das International Journal of Legal Medicine, Journal of Forensic Science Society, Forensic Science International übrigens, was wir ja als Ausgründung hatten. Auch das hat also keinen Impact verloren, sondern ist eigentlich so geblieben, sodass wir uns hier nicht unbedingt beschweren können und denken, dass wir da eine sehr gute Entscheidung getroffen haben. Im Moment, das sind die aktuellen Zahlen, sind wir bei 3,2. Es gibt ein Journal, was besser liegt, aber das hat eigentlich mit Rechtsmedizin überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Gutachter-Journal. Ja, Open Access, ganz wichtig zum Schluss, natürlich haben wir da auch drüber nachgedacht, denken immer wieder drüber nach. Im Moment bietet Elsevier eine Option an. Man kann also seinen eigenen Artikel frei verfügbar machen, indem man $2,500 bezahlt, die man selbst bezahlen muss oder aus Drittmitteln finanzieren kann. Dann ist dieser Artikel online frei verfügbar, natürlich nur in der elektronischen Version und barrierefrei erhältlich. Wir selber als Fachgesellschaft haben auch die Möglichkeit, Artikel frei zugänglich zu publizieren. Zum Beispiel geben wir regelmäßig Empfehlungen von Kommissionen heraus, die also auch gut zitiert werden. Die können wir über unsere eigene Website, also von der Fachgesellschaft, auch frei verfügbar machen, ohne dass wir dafür Gebühren zahlen müssen. Das halte ich also auch für eine wichtige Option, damit wir die Dinge, die für unser Fachgebiet wichtig sind, gut publizieren können. Das sieht dann so aus, dass wir hier eine eigene Seite haben und man kann dann da draufklicken und kann sich einen Artikel eben über die Homepage runterladen. Ja, und wir sind im Moment noch sehr zufrieden mit dieser Situation. Dadurch, dass die Mitgliedsbeiträge so gering sind, können wir das konkurrenzlos billig anbieten, erreichen auch einen sehr, sehr großen Teil der Leute, die das interessiert. Sicher nicht alle, aber im Moment haben wir keine Pläne, das zu ändern. Vielen Dank. Oder auch nicht.
eine ganz kleine Verständnisfrage. Sie haben an der einen Stelle, wo Sie diese Journal mit den kürzeren Beiträgen vorgestellt haben, gesagt, ja, das ist online frei zugänglich, aber weil wir das bezahlen, ist das kein Open Access. Das hat mich etwas irritiert, weil es gibt Studien zumindest, also zum Beispiel von Peter Huber, die sind schon ein bisschen älter, aus den Jahren 2007 und 2009, wo ein frappierend hoher Anteil aller Open Access Journals, die es bis dahin gegeben hat, rein institutionell finanziert waren. Mittlerweile entwickelt sich, es gibt da neuere Studien, die mittlerweile auch veröffentlicht wurden, dahin, dass es immer mehr Article Processing Charges finanziert ist. Nichtsdestotrotz ist der Anteil von institutionellen, komplett geförderten Open Access Zeitschriften hoch. Und ich wollte jetzt nur mal einfach die Verständnisfrage fragen, ist das nur Ihren Mitgliedern zugänglich und Sie bezahlen diesen Zugang für die Mitglieder, oder ist das insgesamt online komplett für alle zugänglich? Dann wäre es ein institutioneller Open Access und quasi der Platin, wie er auch genannt wird. Ja, okay, Sie sprechen die Supplement Series jetzt an, die wir für unsere Proceedings verwenden. Die bezahlt die Fachgesellschaft komplett, aber laut Verlag wird das dort nicht als Open Access angesehen, obwohl es de facto so etwas ist. Also ich weiß nicht, eine Frage der Definition. Also Elsevier sagt, das ist kein Open Access Modell, sondern wir finanzieren es halt als Fachgesellschaft. Ob das nun letztendlich ist die Frage, wie man es nennt, ja, also da hänge ich auch nicht dran. Aber das gilt eben nur für diese Supplement Series, die im Prinzip auch von anderen als Publikationsplattform genutzt werden können. Eine Kernfrage, aus unserer Sicht war eine Frage, wem der Name der Zeitschrift gehört und ob die Autoren das Copyright auf ihre Produkte behalten, nicht an den Verlag abgeben. Wie ist das in dem Fall? Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen, weil ich jetzt den Vertrag nicht im Kopf habe. Also weiß ich nicht. Ich denke, dass das so ist wie bei anderen Subskriptionszeitschriften auch. Aber das. Es gibt ein Copyright Transfer Agreements und damit werden die Rechte komplett abgetreten. Ja, aber wird das so sein? Ja, denke ich mal, wird das so sein. Aber das ist vielleicht noch eine Frage, die ich nachhaken möchte. Finden Sie es in Ordnung, dass dann einer Tote bei Ihnen schon produziert, das dann beispielsweise nicht veröffentlichen kann auf seiner Webseite? Solange eben nicht diese 2500 Dollar bezahlt. Ja, die 2500 Dollar sind im Prinzip für den freien Zugang, barrierefreien Zugang weltweit. Die Veröffentlichung auf der eigenen Website ist sicher nicht eingeschlossen, das ist richtig. Aber soweit ich weiß, kann man eine elektronische Reprints auch an Kollegen weiterreichen. Man darf sie nur nicht frei zum Runterladen anbieten. Ja, nicht? Genau, naja, naja, klar. Das ist ja genau das Problem. Mhm. Das ja. Ja, naja. Aber der Witz ist natürlich, ich meine, es ist vielleicht anders bei den Chirurgen, wo es viel, viel mehr gibt. Bei uns ist es wirklich eine sehr kleine Gemeinschaft. Ich würde mal sagen, ja, eben bei uns lesen mehr, aber die Leute sind doch fast alle Mitglied in der Fachgesellschaft. Das heißt, sie haben freien Zugang zu dem Journal. Nicht? Deswegen haben wir die hohen Klickzahlen mit dem Runterladen, weil das im Prinzip alles Fachkollegen sind, die da sich die Artikel besorgen, denke ich mal. Also eben vielleicht dann zur Ergänzung. In der Regel ist es so, dass die Bibliotheken solche Bitdeals kaufen, gerade bei Elsevier, und dann ist vielleicht die Journal inbegriffen, dass man dann zahlt. Mhm. Da würde ich jetzt auch sagen, dass eigentlich die Bibliotheken, die müssen das gar nicht mehr kaufen, weil die, die es wirklich interessiert, die kaufen sie Mitglied bei Ihnen und das würde eigentlich. Das würde unsere Mitgliederzahlen nochmal steigern, das ist richtig. Ja. Dann lohnt es sich vielleicht auch wieder aus eigenen Beiträgen Open Access Modell daraus zu machen, das ist richtig.